Kapitel 6 Hydropi. Die zweite Drachengeneration. Der nächste Morgen brach schon bald an. Ich hatte sehr fest geschlafen und war deswegen sehr munter, was uns auch weiterhelfen würde. Die Reise nach Moringen würde recht anstrengend werden. Wir mussten mit Lapras übers Meer und anschließend noch einige Stunden wandern. Wenn wir uns beeilen würden, könnten wir so in wenigen Tagen bei der OGR ankommen und somit bei Latios. Als Lord Ecke und ich aufstanden, wartete bereits eine unschöne Überraschung auf uns. Das Haus war bereits leer. Es standen zwei Schüsseln mit Essen auf dem Tisch, offensichtlich für uns gedacht. Bei ihnen lag ein Zettel. Ich entschied mich, ihn vorzulesen. Lieber Hydropi, lieber Lord Ecke, wenn ihr diesen Brief lest, werden ich und Shinux uns schon aufgemacht haben. Als wir vorhin aufgewacht sind und nach Funkenherz sehen wollten, mussten wir feststellen, dass sie fort war. Wir haben eine starke Vermutung, nachdem sie gestern so explizit noch einmal nach dem Seelenwald gefragt hat. Wir haben uns sofort auf den Weg gemacht. Für euch steht ein kleines Frühstück bereit und wenn ihr sonst noch etwas braucht, fühlt euch wie zu Hause. Und macht euch nicht allzu viele Sorgen, wir werden Funkenherz sicher zurückholen können. Konzentriert euch auf eure Reise. Auf bald, Bulbi. Funkenherz ist weggelaufen. Sie wollte wohl unbedingt auf Abenteuerreise gehen und hat sich entschlossen, alleine fortzuziehen. Die Kleine ist wirklich gewitzt. Ich glaube deshalb auch, dass sie zurechtkommen wird, bis Shinux und Bulbi sie finden. Wir sollten uns bereit machen, um bald weiterzureisen. Auch wenn ich mir schon Sorgen machte, hatte Lord Ecke recht. Es würde uns nicht voranbringen, ihnen zu folgen. Wir hatten eine Aufgabe, welche wir bestehen mussten. Shinux und Bulbi mussten ihre Suche alleine bestehen. Ich und Lord Ecke bereiteten uns so noch kurz auf unseren Weg weiter vor, um kurz darauf wieder aufzubrechen. Lapras befand sich am Strand nahe Metro City, wo wir ihn glücklicherweise auch antreffen konnten. Schnellstmöglich erklärten wir ihm die Lage und brachen anschließend auf zum Sumpfkontinent. Diese Reise würde für mich doch sehr besonders werden. Immerhin hatte ich für viele Jahre auf diesem Kontinent gelebt. Es würde wohl ein recht emotionaler Trip werden. Wir würden an der Küste entlang laufen, an welcher ich einst lebte und wo ich Lord Ecke damals zum ersten Mal getroffen hatte. Wir würden in die nächste Stadt aufbrechen, in welcher viele Pokémon alte Freunde und Bekannte für mich waren. Ich hatte sie alle schon seit der Apokalypse nicht mehr gesehen und hoffte, dass es ihnen gut ging. Zumindest wusste ich, dank Thunder und Fate von Flame, ich würde ihn definitiv auch besuchen. Die Reise über das Meer war nicht sonderlich ereignisreich. Die See war ruhig, Lord Ecke machte die meiste Zeit über Nickerchen und Lapras hatte allgemein nicht viel zu sagen, glücklicherweise. Die meiste Zeit sah ich bloß auf die Wellen und dachte nach, über unsere jetzige Reise und über unsere vergangenen Reisen. Mir wurde wirklich bewusst, wie viel sich seit damals verändert hatte. Die gesamte Welt war eine andere geworden und ich war im Zentrum von alledem. Aber warum? Was machte mich besonders? Womit hatte ich es überhaupt verdient, zu diesem Team zu gehören? Ich hatte nie etwas Großes bewirkt. Aber so wie diese Reise begann, war vielleicht jetzt endlich meine Zeit gekommen? War dieses Abenteuer meine Zeit zu scheinen? Sollte ich mir endlich meinen Platz in diesem Team verdienen? Ich war immer noch ein normales Pokémon zwischen Reinkarnation, mächtigen Kriegern und Legenden. Würde nun auch ich ein wahrer Krieger werden? Die Reise übers Meer dauerte bis kurz nach Mittag. Lord Ecke wachte pünktlich wenige Minuten bevor wir anlegten auf. An der Küste war bereits eine kleine Hütte zu sehen. Mich überraschte, dass Lord Ecke sie tatsächlich erkannte. Ist das nicht dein altes Haus? Das, in dem du damals gelebt hast, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben? Ja, das ist es. Ich habe hier jahrelang gelebt. Von hier aus habe ich die Hülle der Regenbogenkristalle bewacht. Wir beide dachten kurz an das erste gemeinsame Abenteuer zurück. Damals trafen wir zum ersten Mal Darkrai. Wenn ich damals schon gewusst hätte, dass er eines Tages wohl unser Erzfeind werden würde. Aber verstehen kann man den Kerl ohnehin nicht. Weißt du noch, wie er damals die Höhle zerstörte, um dafür zu sorgen, dass ich Günther nicht zurückholen könnte? Und im letzten Abenteuer tat er das auf einmal selbst? Darkrai ist einfach komplett durchgeknallt. Ja, damals traf ich aber auch zum ersten Mal Necrozma. Damals wirkte er noch wie ein Freund, aber
Damals wusste ich ja auch noch nicht, dass er später noch meinen Bruder umbringen würde. Nick Schossmar ist wirklich eine Schande. Eines Tages werde ich ihm wieder gegenübertreten und er wird seine gerechte Strafe erhalten. Zweimal ist er bereits gestorben und zweimal hat Darkrai ihn wieder zurückgeholt. Aber jetzt ist Darkrai nicht mehr hier. Das heißt, wir können seinen endlosen Kreis der Rückkehr ein für alle Mal stoppen. Wir traten beide ans Ufer und begannen dem Strand zu folgen. Etwas anderes würden wir kaum tun, solange wir auf dem Sumpfkontinent waren. Moringen lag nahe der Küste und etwas weiter lag ein Hafen, von dem aus regelmäßig ein Schiff zum Bergkontinent fuhr. Lord Ecke setzte die Konversation an dem Punkt fort, an dem wir gestoppt hatten. Und wie meinst du das? Nick Schossmar ist doch tot. Wir haben ihn im Kampf gegen Darkrai in der Menschenwelt doch geschlagen. Glaubst du wirklich, die Generäle wären damals gestorben? Sie sind doch alle bloß in ihre Herkunftswelten zurückgekehrt. Genau wie Nick Schossmar und Black. Ich meine, Black ist ja sehr offensichtlich noch am Leben. Und auch Nick Schossmar. Er ist noch irgendwo da draußen und wartet auf seine gerechte Strafe. Er war einer der Gründe, weshalb ich in Silberdorf geblieben bin. Um mehr zu erfahren, zu trainieren. Sobald dieses Abenteuer auch geschafft ist, glaube ich, bin ich bereit, um mich endlich auf die Suche zu machen. Und ich werde nicht ruhen, bis ich Bisasam gerecht habe. Mich wunderte es nicht, dass Lord Ecke sehr überrascht wirkte. Wirklich? Ich hätte nicht gedacht, dass von all den Pokémon gerade du so sehr auf Rache aus wärst. Ich dachte, du wärst nach Seemops der Erste, der die Angelegenheit auf sich ruhen lassen würde. Das denken alle. Ihr glaubt alle mehr über mich zu wissen, als ihr tut. Es gibt vieles, was ich erleben und schaffen will. Und nichts davon wirkt derzeit greifbar. Das heißt aber nicht, dass ich es nicht mehr schaffen will. Ich habe viele Pläne im Leben. Ich will Bisasam rächen, den wahren Weltfrieden herstellen, die Welt erkunden, Liebe finden, eine Berufung entdecken. Ich will mein Leben ausleben, in vollen Zügen. Und ich werde mich von niemandem aufhalten lassen. Die letzten Jahre in Silberdorf habe ich für euch alle wohl sehr untätig gewirkt. Aber ich habe trainiert. Vielleicht nicht viel körperlich, aber sehr viel mental. Ich bin trainiert in Aspekten, die ihr nicht einmal kennt. Ich weiß, dass es kaum möglich sein wird, all meine Ziele wahrlich auszuleben. Aber das wird mich nicht daran hindern, dafür zu kämpfen, bis zu dem Tag, an dem ich sterbe. Das ist mein Ziel. Wenn die Zeit für mich kommt, dann will ich sagen können, dass ich nichts bereue. Ich will sagen können, dass ich mein Leben gelebt habe. Das... Okay, ich kann wirklich nicht behaupten, dass ich dich so eingeschätzt hätte. Auf mich und auch auf die anderen wirkst du eigentlich immer sehr gegenwärtig und ruhig, ähnlich wie Latias. Aber dass du wirklich so viele Träume hegst und so sehr kämpfst, das ist wirklich etwas Neues für mich. Nicht nur für dich, aber bald werdet ihr alle es merken. Damals, als ich meine Rolle als Wächter übernahm, dachte ich hätte meine Bestimmung im Leben gefunden. Aber die Zerstörung der Höhle, sie war ein Zeichen des Schicksals. Meine Bestimmung liegt noch irgendwo da draußen und wartet darauf, von mir erfüllt zu werden. Aber für den Moment sollten wir uns wohl lieber der Gegenwart zuwenden. Da vorne ist Moringen. Lord Ecke wirkte relativ überrascht, als er merkte, dass die Sonne bereits unterging und vor uns eine relativ kleine Stadt am Horizont erschien. Von der Größe her war Moringen Silberdorf relativ ähnlich. Ein Blick in die Stadt und viele Erinnerungen kehrten zurück. So viele bekannte Orte, mit denen ich Erinnerungen verbinden konnte. Alte Freunde, ein altes Leben. Die Stadt selber sah noch mehr oder weniger genauso aus wie damals. Nur wusste ich, dass viele alte Bewohner nicht mehr unter den Lebenden weilten. Die Apokalypse der dunklen Macht, ich meine der dunklen Materie, hatte viele Leben gekostet. Lord Ecke schien weder begeistert noch enttäuscht vom Anblick des Dorfes. Es war nun mal nicht wirklich besonders. Was besonders war, waren die Erinnerungen. Ich war bereits gespannt, wie lange es dauern würde, bis wir die unausweichliche Begegnung hatten. Ich will ehrlich sein, ich rechnete doch sehr damit, dass auch diese Nacht der Reise wir nicht in einem Hotel, sondern bei Freunden schlafen würden. Und wenige Minuten später war es endlich soweit. An einer Ecke rannte Lord Ecke beinahe mitten in seinen Artgenossen. Er schaffte es gerade noch zu bremsen, wobei der Schreck sein Gegenüber wohl zum Stolpern brachte. Sofort half ich ihm auf. Alles gut? Hast du dich verletzt?
Nein, keine Sorge. Ach du heilige Hydropie. Bist du das wirklich oder habe ich mir einen Schädel angeschlagen? Nein, ich bin's. Lang nicht mehr gesehen, Flame. Er und Lord Ecke machten einander kurz bekannt, bevor das eintrat, was ich bereits erwartet hatte. Flame lud uns ein, die Nacht bei sich zu verbringen. Nach zwei und immer noch kein Poke für ein Hotel ausgegeben. Kecleon wäre stolz auf uns. Als wir bei Flames Haus ankamen, wartete dort bereits Primrose. Sie ist ein Evoli und seit langer, langer Zeit seine Lebensgefährtin. Auch sie erkannte mich, was mich wirklich freute. Und so verlief der Abend in ähnlicher Manier wie der zuvor. Bloß ohne ein kleines hyperaktives Pokémon. Auch wenn dieser Gedanke mir wieder etwas Sorgen machte. Aber Funken hat zwar vieles, aber nicht dumm. Sie würde es schon überstehen. Wir begannen damit, den beiden zu erklären, weshalb wir diese Reise derzeit antraten und was unsere Pläne waren. Als der Abend weiter voranschritt, wechselten sich die Konversationsthemen jedoch eher zu unseren früheren Abenteuern. Sowohl die Abenteuer unseres Teams, als auch die Abenteuer von Flame und Primrose. Von allem, was wir gehört haben, stimmt es eigentlich, dass ihr mit den Pokémon aus der anderen Welt auf Abenteuer gegangen seid? Das stimmt. Sie sind inzwischen eigentlich genauso bedeutende Teammitglieder wie alle anderen bei uns. Vielleicht sogar wichtiger. Das heißt, Ivy hat an eurer Seite gekämpft? Wie geht es ihr denn? Hat sie ihre Kräfte schon entfesselt? Ja? Man bemerkt vielleicht, dass mich diese Frage leicht aus dem Konzept brachte. Warum das denn? Kennt ihr Ivy etwa? Ach, wusstet ihr das nicht? Hat sie euch nie von uns erzählt? Sie hat uns nie kennengelernt, Flame. Sie wird wohl nicht über uns reden. Auch wieder wahr. Aber sie ist unsere Enkelin, Hydropie. Natürlich kennen wir sie. Gleichzeitig erklärte das manches, aber es war auch viele Fragen auf. Wirklich? Wir hatten keine Ahnung. Das heißt, sie hat ihre Urgroßeltern bereits getroffen, ohne das zu wissen? Ja, sie hatten so etwas in einem Brief angedeutet. Sie wussten anscheinend selber nicht, dass sie tatsächlich verwandt sind, bevor ich ihnen eine Antwort geschickt habe. Ihr habt mir doch immer von diesem Erbe des Drachen erzählt. Heißt das, dass Ivy diese Kräfte haben müsste? Flame schien sich sehr sicher zu sein. Definitiv, es kann gar nicht anders sein. Aber willst du damit andeuten, sie hat noch nie eine Technik des Erbe genutzt? Das heißt, diese Kraft hat sie wohl immer noch nicht freigelegt. Das heißt, Ivy, die wohl ohnehin schon die stärkste Kriegerin unserer ganzen Gruppe ist, sollte sie zurückkehren, ist eigentlich noch mächtiger? Das könnte sehr bedeutend werden. Lord Ecke unterbrach unsere Feststellung. Entschuldigt die Unterbrechung, aber was zur Hölle redet ihr da? In diesem Moment fiel mir auf, dass es tatsächlich eine ganz gute Idee sein könnte, Lord Ecke vielleicht auch in irgendeiner Form einzuweihen, was genau wir meinten. Und das dauerte auch den Rest des Abends. Der Mond stand bereits hoch am Himmel, bis alles geklärt war. Er schien nun auch die wichtigen Parallelen zu sehen und sah, weshalb diese neue Erkenntnis Ivy noch einmal in ein neues Licht rückte. Sie war eine Nachfahrin der legendären Drachenblutlinie. Nun gab es einen Grund mehr, warum ich hoffte, dass Latias sie finden und wohlbehalten zu uns bringen würde. Denn dieses Wissen dürfte ihr keinesfalls verwehrt bleiben. Es könnte sich alles ändern. So wie dieser Tag wohl auch Lord Eckes Blick auf mich verändert hatte. Und auch die anderen würden wahrscheinlich bald mein wahres Ich sehen. Aber ich konnte diesen Moment kaum noch erwarten. Nach dieser Reise würde meine Reise erst beginnen. Meine Suche nach dem wahren Glück.